Ja, hallo meine Lieben, hier ist wieder Onkel Newt mit X3 Terrenkonflikt und dem Attentäter. Wir suchen die Yaki-Hauptsektoren oder Hauptsektor. Und alles, was uns fehlt zu unserem Glück, tja, ist das Südtor. Dann schauen wir doch mal, wo wir es finden. Hier unten kommen Schiffe her. Ich glaube, ich muss da mal hin. Eine Station. Schnell ist nicht. Wo soll das Tor sein? Geh mal wieder runter. Das kann nicht sein. Sie haben an Ansehen gewonnen. Was ist denn jetzt passiert? Freund des Priesterherzogs. Ach, ja, ist am Handeln. Ja, das ist natürlich klasse. Bei den Paraniden. Das ist der kleine Nebeneffekt. Schön, schön. Okay, dann, ja. Mal hier einschränken auf die Höhe. Ja. Mensch, wo soll denn das Südtor sein? Hier? Da fliegt einer hin. Da kommt einer her. Das habe ich gar nicht mehr hier drauf, ne? Das ist ja lustig. Doch, da ist das Südtor. Egal. Sturm der Weber. Das ist, glaube ich, die Hauptwilde Yaki. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Ja, jetzt sind die alle bei meinem Schiffchen. Schnüffeln am Hintern. Wer ist denn das? Ach Gott. Erreiche System. Das. Sturm der Weber. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Halten Sie die Klappe und. Ich bin hier nicht erwünscht. Okay, dann raus. Autopilot deaktiviert. Warum? Tor, Senators Ödland. Warum eigentlich? Ja. Das war dumm, ne? Jetzt fliegt er dreimal ums Tor rum, ne? Meine Schiffe tot. Erreiche System. Senat Autopilot deaktiviert. Ach, weil das eine Hauptwelt ist. Ja, die Schiffe sind am Arsch. Oder? Nö. Ich habe mir vorbeigeschossen. Okay. Das war jetzt nicht so tolle. Also müssen wir erstmal hier ein bisschen rumschmeicheln. Ja, wenn die so Jobs haben. Hier, Schiffswerft. Ja. Ach, Handel, Quatsch. Ich glaube, ich dock noch mal an. Ah, ist das schon wieder weg? Nee. Oh, die Entfernungen. Was möchte er denn? Vielleicht können wir es ja erfüllen. Ich bezweifle es. Komm, du. Fliegst einfach mal dahin, damit wir. Sie sprechen Och. Mit dem Automatisierten. Welcher Teufel reitet knapp? Übermittle jetzt die Informationen. Sind Sie interessiert? In Paranit Prime. Okay, Moment. Kommando akzeptiert. Ja. Okay. Habe ich noch Energiezellen? Ja, müsste hinkommen. Dann machen wir das. Sie sprechen mit dem Automaten. Welcher Teufel, knapp. Aber immer noch recht. Übermittle jetzt die Informationen. Sind Sie Ach, interessiert? Passagierkreuze. Na, da kommen Leute. So, das ist doch Kacke.
sprechen mit dem automatisierten... Töte, töte. Ja, ist klar. Mehr kennen wir auch nicht. Sie sprechen mit dem... Was war gerade noch rechtzeitig diese Mission? Töte. Boah, ist das nervend. Sie sprechen mit dem automatisierten... Wie können wir Ihnen helfen? Wir zeigen Ihnen die Preise und was es kostet. Ready? Nee, nee, brauche ich nicht. Sie sprechen mit dem Auto... Benötige Sie. Wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteln. Möchten Sie mit... Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Was bekommen wir? Sind Sie bereit, diesen Auftrag zu... Sie sprechen mit dem automatisierten... Was wollen genau zu alle benötigten Informationen werden gerade übermittelt? Sind Sie an diesem Angebot interessiert? Eingehende Nachricht. Sonnenkraftwerk L. Kommando nicht ausführbar. Autopilot deaktiviert. L-Alpha. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Autopilot aktiviert. Erreiche System. Imperialer Grenzbereich. Gleich mal auftanken. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Priesterimperators Xar heißt unser Priesterherzog alle Freunde an Bord willkommen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Energiezellen gekauft. Sie wurden befördert. Hä? Achso, ja. Sprechen wir erstmal mit dem... Okay, dann, wo ist es denn? Zum Manscholog in Senators Ödland. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Autopilot aktiviert. Erreiche System. Autopilot deaktiviert. Pirat, sperrbar. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Trifft die Rakete? Ziel verlässt Feuerreichweite. Nee, natürlich nicht. Das glaube ich nicht. Er hat die abgeschossen. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Warnung. Energielevel niedrig. Ja.
Keine Zeit. Pirat, Harrier, Aufklärer. Pirat, Harrier. Kann nicht wahr sein. Pirat Harrier. Ja, vielleicht schaffe ich es ja. Ja, glaube ich nicht. So zweifle ich. Moin, moin, genau. Wo ist er? Ach, eine Rakete? War es das? Ja, alles gesäubert. Was war das? Der Jaki möchte ihn. Ja, klasse. Schön. Wo ist die Rakete? Mal nirgendwo. Kein Schaden genommen. Prima. Flammenschwertrakete. Ach so, ja. Schauen wir doch mal, was hier alles rumliegt. Ah ja. Autopilot aktiviert. Sind die Yaki denn jetzt da drin? Nee. Tja, ich verstehe es nicht. Was macht... Ja, ich habe einige Schiffchen hier. Ich verkaufe mal wieder. Komm. Bringt ja nichts. Fujin verkauft. Was macht der hier? Oh, der kann auch schon handeln. Verkaufe. Ja, müssen wir warten, bis er verkauft hat. Super, Mensch, super. Läuft ja richtig gut. Dann werde ich offline nachher den dritten ausrüsten. Klasse. Schiffswerft. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot. Ja, komm, dann dock mal an. Da haben wir uns bei denen schon ein bisschen eingeschmeichelt. Was hat er denn noch? Sie sprechen mit dem Auto. Ja, das glaube ich, da darf ich ja gar nicht. Darf ich nicht rein, aber noch nicht, glaube ich. Schade. Sie sprechen mit dem Automaten. Benötigen Sie. Wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteln. Gibt es ein für Sie profitables Angebot? Sturm der Weber, Leute. Darf ich nicht rein? Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es etwas, womit ich Ihnen... Sie kommen wie gerufen. Sind Sie an dem Job interessiert? Ah, wahrscheinlich auch ein Sturm der Weber. Sie sprechen mit dem Auto. Was bezieht hier? Ist alles, was wir benötigen, unheiliger. Diese Mission stellt selbst für einen Ungläubigen keine Schwierigkeiten dar. Versuche ich.
Ach, Sturm der Weber, alles klar. Ich kann. Nee, ich werde erstmal hier andocken. Dann fliege ich nochmal zum Sturm der Weber. Vielleicht sind die ja nicht mehr rot jetzt. Kann ja sein. Aber wir haben ganz schön Munition verbraten. Mann, Mann, Mann. Boah, das ist was ganz Neues für mich. Ich habe noch nie die Yaki, mit den Yakis irgendwas gemacht. Die Chance bestand nie früher. Das ist ja richtig spannend jetzt. Jetzt bin ich total angefixt. Ach, sorry, sollte ich eigentlich ja nicht sein. Also beim Let's Play sollte man ja eigentlich sachkundig sein und... Naja, cool berichten und sachlich spielen. Das sind aber alles Sachen, die kann ich einfach nicht. Ich liebe das Spiel zu sehr. Jedes Jahr hole ich es mir einmal raus, installiere es wieder und versuche es noch irgendwas anderes zu machen. Ah, ich freue mich schon auf Stationsbau, Komplexbau und alles. Ist ja noch ein bisschen in der Zukunft. Ja. So, jetzt aber hopp, hopp, hopp. Sehr schön. Husch, hinein. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen auf dieser Yaki-Station. Fühl dich wohl. Du bist unter Freunden. Fühl dich... Habt ihr das gehört? Fühl dich wohl. Du bist unter Freunden. Das hat mich nur gegrüßt als Pilot. Fühl dich wohl. Du bist unter Freunden. Mann, das ist riesig. Die haben keine Frachter hier. Sollte man vielleicht... Ich will mal die Asteroiden scannen. Sollte man vielleicht hier Fabriken reinbauen? Das wäre mal eine Idee. Der Frachter, was ist mit ihm? Hat er jetzt verkauft? Kaufe, ja, okay. Der hat 82, alles klar. Dann Kommando, Kommandokonsole. Handel. Starte Sektorhandel in. Den schicken wir einfach mal hier hoch. Richtung Boronen, würde ich sagen. Der kann einen Sprung machen nach da, nach da. Ja, ist nicht doll, ne? Versuche es einfach mal. Volksreich. Eins. Okay. Kommando akzeptiert. Und du kriegst, ja. 10. Der wird sie sowieso voll machen. Diese Säcke hier. Wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Ich meine, vielleicht habt ihr das, wisst ihr das alles schon? Ich wusste es nicht. Den habe ich ja eigentlich nur als Mistral. Das ist die Lademenge. 10.000. Hat er euch auch genau gehabt, ja. Wetten, dass der Einser jetzt schon ein bisschen mehr hat. Der hat jetzt 10.219 Einheiten. Der hat sich 219 Einheiten klammheimlich immer häppchenweise dazugekauft. Ich habe das mal beobachtet. Jedes Mal, wenn die eine Stufe aufsteigen, fliegen die zur Handelsstation und belohnen sich mit ein paar kleinen Laderaumeinheiten. Von mir aus gerne. Es bleibt ja im Rahmen. Aber ich habe irgendwann habe ich mal gemerkt, wieso hat er denn so eine krumme Zahl, ja? Und dann habe ich den beobachtet, meine Zeit lang habe ich einfach zurückgelehnt und siehe da, der kauft sich Einheiten, sobald er eine Stufe weiterkommt, ist so als Belohnungsgeschenk. Wenn ich ihn schon nicht belohne, er belohnt sich selber. Finde ich ja schon geil. Also man lernt nie aus hier anscheinend. Ja, der holt jetzt Energiezellen. Ja, landet in Sonnenkraftwerk im Alpha, kauft dann Erz und fliegt nach... Okay, alles in Ordnung. Gott. Jetzt würde ich ja doch... Ja, jetzt habe ich eine Eclipse am Hals.
Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Stehe ich eigentlich gar nicht drauf, Eclipse. Ah ja, gut. Und eine Perikles. Weiß ich auch nicht, was ich mitmachen soll. Ich glaube, ich verkaufe die alle, die ganzen Tassen. Ich stelle mir meine eigenen Sachen zusammen. Und jetzt machen wir... Versuchen wir es, dass wir uns wieder abknallen wollen. Oder haben wir hier schon was gesehen? Galaxiskrater, Sturm der Weber. War das schon irgendwie eine Flammenschleuderschmiede? Andockerlaubnis erteilt. Autopilot. Das klingt eigentlich gut, ne? Der langweilt sich hier zu Tode mit seinem kleinen Scanner. Ja, wenn wir natürlich hier rein können in den Sektor, dann kann ich natürlich auch Aufträge annehmen. Ja, das muss ich aber erstmal ausbaldern. Ich bin ja noch sehr, sehr skeptisch. Das kann nicht so schnell gehen, glaube ich. Das wäre ein Ding. Notfalls lade ich jetzt nochmal neu, wenn ich zerschossen werde. Naja, alles klar. Automatisierten Kommunikationssystem. Formulieren Sie Ihr... Halten Sie die Klappe und kämpfen Sie! Okay! Aha! Guck mal! Flammenschleuder. Wozu braucht man das? Okay, Ekliptik, dann will ich ihn erstmal erkunden. Das ist wichtiger. Also hier runter. Nee, direkt hier hin. Dann lande ich hier gar nicht erst. Oh, ich bin aufgeregt. Einfach aufgeregt. Alles Yakis. Oh Gott, wie viele Asteroiden haben die da? Ich glaube, ich fliege erstmal hier lang. Klappe die Asteroiden alle ab. Wenn die nämlich gute Werte haben, dann baue ich hier tatsächlich Fabriken rein. Um mal die Jackis ein bisschen nach oben zu bringen, ne? Okay, dann hier runter. Scharf. Dann hier rüber. Bisschen höher bitte. So, bisschen hier, ja. So, noch eine Raumspritballerei. Ja, das ist wichtig hier. Raumspritballereien. Hey. Die können wir ja beliefern dann, unsere Händler. Die wird brauchen die Delixianischer Weizen oder sowas. Oder Sonnenblumen. Delixianischer Weizen, ja. Ja, aber viel los ist hier nicht, ne? Sie sprechen mit dem... Lassen Sie und die Ladi. Wollen Sie von diesem Geschäft profitieren? Ich kann es nicht mehr sehen. Das ist wahrscheinlich mal, was ich mal wahrscheinlich offline versuchen werde. Ob es klappt überhaupt. Aber ich habe das ja auch in vorigen Spielen immer mal wieder versucht. Mal klappt es, mal klappt es nicht. Das hat mit schwierig oder leicht überhaupt nichts zu tun. Das kommt auch an, was dir zum Beispiel, wenn ein Pirat zufällig in die Quere kommt, ja, dann ist halt schlecht gelaufen, ne? Kann man nur so sagen. Keine Piratenbasis hier? Das ist aber, macht mich ja stutzig. Keine Piratenbasis.
ja, dann. Oh, da werde ich wahrscheinlich auch mehrere Ebenen machen müssen. Das mache ich aber offline. Ob da oben drüber noch Asteroiden sind und unten drunter. Das mache ich aber. Das dauert einfach viel zu lange. So, jetzt hier runter, bitte. Wir landen auf dem Planeten. Gucken, ob das geht. Ja, Leute. Jetzt ein kleiner Zwischensport hier. Ich weiß nicht, ob das was gibt. Wahrscheinlich gehe ich wieder drauf. Gucken, Munition habe ich noch, ja. Der wird nicht alleine sein. Der wird eine Menge bei sich haben, ja, ist so. Den schnappe ich mir hinten alleine. War ziemlich alleine. Ja, ganz alleine schaffe ich es nicht. Ich habe Ansehen verloren. Warum? Raumspritbrennerei. M. Beta. Paranit. Perseus. Angreifer. Yaki. Rajin. Paranit. Perseus. Angreifer. Ja, es war immer wieder bei den Paraniten. Die sollen den mal fertig machen, das schaffen die schon. Sehr schön. Sind jetzt alle Paraniten rot? Nee. Dann hole ich mir den noch. Komm. Sie haben wirklich ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ich überweise Ihnen jetzt Ihre Bezahlung. Ja, leider hat uns das bei den Paraniten, ich glaube, Ansehen gekostet. Ja, sind wieder gesunken auf Vertraute der Priester. Oder ist das ein Aufstieg gewesen? Das muss ich jetzt mal gucken. Das kann ja nicht sein. Paraniden. Wir waren doch schon mit Herzog. Freund des Priesterherzogs. Ja, wir sind abgestiegen. Ja gut, da müssen wir wieder. Müssen wir was tun. Die Yaki? Ja, die haben keinen. Tja. Okay, dann brauchen wir für die jetzt auch nichts mehr tun, glaube ich. Raumspritbrennerei. Yaki, Tombo. Tomahawk-Raketen. Ich glaube, ich schmeiß mal eben. Nee, was? Info? 2. 28. Ja, passt rein. Das Bargeld. Autopilot aktiviert. Einfach Bargeld. Flammenschwertrakete. Na gut. Ich soll ja nicht zu nah an der. Naja, doch da ausweichen, die kriegt er nicht. Ja. Auto.
Autopilot deaktiviert. Mann, bist du blöd, dann mach ich's von Hand. Muss doch gehen. Oh nee, das ist wirklich gefährlich. Ja, ich will ja sowieso nur die andere Rakete. Spezial. Die Tomahawk. Aktiviert. Ja, die liegt, glaube ich, frei. Aber ganz woanders. Tomahawk-Rakete. Bitte nicht ein anderer aufsammeln. 14 Stück, das ist echt Geld. Kriege ich ein kleines Schiffchen für. Frachtraum enthält nun Tomahawk-Rakete. Und wir sind voll. Ziemlich, ja. Ja, hier können wir nicht mehr viel machen. Was wollen die denn? Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Jetzt will ich es aber wissen. Flammenschleuderschmiede. Beta. Was kostet denn so eine Flammenschleuder? Ist das eine gute Waffe? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, wie die so kann. Andockerlaubnis erteilt. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. War klar. Jetzt knall nicht davor. Ja. Bin ganz auf, ganz hibbelig, ganz aufgeregt. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen auf dieser Station. Fühl dich wohl. Du bist unter Freunden. Hey, das klingt das schon mal nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich muss für die noch was tun. Eine tödliche Waffe, die auf Fregatten zerstören und Trägern eingesetzt hat, der die Piraten nicht in der Lage waren, ohne weiteres in den Besitz von Hightech-Waffen für ihre eigenen Großkampfschiffe zu gelangen, haben sie diese Waffe als eine Alternative selbst entwickelt. Die Flammenschleuder produziert im Wesentlichen eine große Masse aus feurigem Plasma, welche dann auf das Ziel geschleudert wird. Auf dem Flugdeck ein Schiff startet. Ja, kein schlechter Schaden. Reichweite, ja. Oh, Energieverbrauch ist natürlich höllisch. Höllisch. Und nicht gerade schnell die Waffe, ne? Und Kante ausweichen. XL könnte ich sowieso nicht tragen. Wahrscheinlich dürfte ich die sogar schon kaufen. Aber da müsste ich mit einem Frachter hier hin. Boreas. Boreas möchte ich später auch mal haben. Also mindestens einen. Eher 10 Stück oder so. Aber das dauert noch. Das müsste man sich dann leicht, weil der kostet um die 90.000 und ausgerüstet muss man nochmal ungefähr 40.000 rechnen, voll ausgerüstet. Dann auch schöne Träger. Galeone. Ach, das sind die, die alle tragen können. Ja. Das Mammut kann auch eine tragen. Wir müssen uns irgendwann einen Mammut kaufen, damit wir Stationen schön bauen können. Das mit den Leihmammuts ist Mist. Ja. Ich habe da schon mal 3 Stationen verloren irgendwann. Weil der von einem Paraniden abgeschossen worden ist. Ich habe immer gedacht, Mensch, wann kommt denn der an? Und gewartet. Bis ich dann irgendwann im Nachrichtenlog mal geguckt habe, auf die DK, guck mal da rein. Da stand dann. Von dem, was weiß ich. Abgeschossen worden. Ja, da waren die natürlich auch weg, meine Stationen. Und das Schlimme war, ich hatte noch keinen Mammut. Ich musste warten, bis ein neuer spawnt. Das hat 4 Tage gedauert. Also Ingame-Tage. Also höllisch lange. Schiff im Anflug. Hangar-Personal in Bereitschaft bleiben. Ich würde sagen, dann speichern wir hier mal ab. Und ich sag da mal. So long. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon ganz heiß und gespannt.